Der 16-jährige Marc Buchinger ist einer der ersten Lehrlinge, der den Beruf E-Commerce-Kaufmann erlernt. Er ist dafür zuständig, dass Bilder und Texte für den Kunden verständlich aufbereitet werden und genug Informationen zur Verfügung stehen. Man steht nicht im Geschäft, also der Kontakt zum Kunden ist halt eher online. Und man kriegt halt auch ein wenig Feedback über die Kommentare, über die Kundenbewertungen. Man muss halt schauen, dass die ganzen Seitentexte verständlich für jeden sind, dass alles aufbereitet ist und dass halt alles richtig angezeigt wird. Neue Berufe wie die des E-Commerce-Kaufmanns sind notwendig, weil sich auch das Geschäft im Handel verändert. Ein Beispiel dafür ist der Möbelhändler XXX Lutz in Wels. Mittlerweile sind über 200 Mitarbeiter allein in der Abteilung Internethandel beschäftigt. Das digitale Möbelhaus am Sofa ist heute einfach notwendig, mit Kauffunktion und ohne. Die Kunden wollen sich zu Hause gemütlich über die neuen Möbel informieren, eigentlich in der gewohnten Umgebung. Was gibt es eigentlich Besseres? Zum Kauf entscheiden sie sich dann doch im Möbelhaus, weil sie wollen einfach die Stoffe erleben, fühlen, spüren. Und oft geht es am Thema Sicherheit, habe ich das richtig geplant und so weiter. Diese Erweiterungen helfen auch, den Wirtschaftsstandort Oberösterreich abzusichern. Absolut, jede Investition am Standort ist natürlich auch ein Bekenntnis zum Standort und dass man auch an die Zukunft dieses Standortes glaubt. Und daher ist es die Champions League. Generell werden Internetgeschäfte den Handel deutlich verändern. Laut Wirtschaftskammer werden dadurch auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Im Handel funktioniert es so, dass immer weniger Mitarbeiter auf der Fläche sind, sondern immer mehr in den Bereichen der Büros abwandern oder hinüberwandern, wo dann eben für Onlinehandel, für Kundenservice und dergleichen Dienstleistungen erbracht werden. Die Beschäftigung wird nicht weniger, aber sie verlagert sich halt. Der Handel im Wandel. Damit entstehen auch neue spannende Berufsbilder wie das von Marc Buchinger in Wels.